300 Quadratmeter Kartoffel. Wer pflanzt denn bitte 300 Quadratmeter Kartoffel an und weiß danach nicht, wo es hin tun soll? Ja, Kartoffelkisten. Lalli, in Kartoffelkisten müssen wir es rein tun. Aber woher soll ich jetzt Kartoffelkisten hernehmen? Ach, halt einmal, Kartoffelkisten sind aus Holz. Holz habe ich. Schreiner bin ich. Wir bauen die Kartoffelkisten einfach selber. Und damit habe ich dir, heute ist der Tag der Ernte. Wir werden heute unsere Kartoffel aus dem Boden rausholen. Und wie ihr es am Anfang schon gehört habt, brauchen wir dazu erst einmal Kartoffelkisten. Und da ich jemand bin, der Holz im Überfluss hat, habe ich mich dafür entschieden, dass wir unsere Kartoffelkisten selber bauen. Zwei habe ich schon fertig. Die obere ist die erste Kiste, die ich gebaut habe. Das ist der sogenannte Prototyp. Die habe ich noch zusammengeschraubt, weil ich da noch keine andere Möglichkeit gehabt habe. Die untere ist die erste finale Version. Die habe ich mit so Tackklammern zusammengeschossen. Zwei Kisten lange aber nicht. Ich habe jetzt Material hergekriegt für insgesamt 8 Kisten und die baue ich jetzt noch schnell zusammen. Da haben wir da jetzt so eine Vorrichtung gebaut. Da kann ich die ganzen Einzelteile auflegen. Das ist einmal für das Seitenteil, das ist einmal für den Boden. Da liegt das ganze Material. Und dann bauen wir doch einfach mal eine Kiste miteinander zusammen. Zum Zusammentackern habe ich mir da von der Firma Einhels einen Druckluft-Tacker gekauft. Das wird jetzt keine Werbung sein. Das Ding habe ich mir selber gekauft, das habe ich nicht gesponsert gekriegt. Mit dem kann man Nägel und Tackerklammern verschießen. Dann eine Tackerklammern dabei in verschiedene Längen. Ich habe mir dann separat nochmal welche gekauft. Die haben 40 mm lang. Das haben auch zugleich die längsten Klammern, die wo man da verschießen kann. Die haut man da unten einfach in das Magazin rein und dann piff, paff, puff, geht das ratzfatz. Anfangen tue ich mit dem Boden. Da legen wir als erstes zwei Latten links und rechts in meine Vorrichtung ein. Dann brauche ich 6 Leisten für den Boden. Die lege ich erst einmal locker drauf. Ich werde die Leisten nicht bloß tackern, sondern ich werde die auch verleimen. Darum legen wir die da her. Dann tue ich überall ein bisschen Leim drauf. Dann richten wir die Leisten so hin, wie ich es brauche. Unten bündig und oben bündig. Das ist jetzt auch keine Arbeit, die wo so genau sein muss wie ein Möbelstück. Das kann man einfach frei nach Augenmaß machen. Ich kann mich da ein wenig an den Kisten orientieren, die wo ich schon gebaut habe. Ich habe da ungefähr so 1,5 cm Luft zwischen die Leisten. So richten wir die hin. Wenn es mir nicht passt, dann kann man sie nochmal ein wenig nachrichten. So glaube ich, ist recht gleichmäßig. Und dann kann ich die Leisten auch schon festschießen. Einmal links. Und einmal rechts. Den Boden lasse ich dabei in meiner Vorrichtung drin. Jetzt richte ich die zwei Seitenteile her. Für die Seitenteile habe ich einfach 6er Hützel einmal diagonal durchgeschnitten, dass ich so Ecken habe. Da habe ich mir zwei Ecken da hintackert. Dann kann ich die da nämlich reinlegen. Pro Seiten brauche ich nur 4 so Leisten. Da mache ich im Grunde das gleiche wie auf dem Boden. Die lege ich mir erst einmal da her und tue da einen Leim drauf. Dann richten wir die wieder hin. Da habe ich da unten so eine Leisten drauf. Da brauche ich nämlich ein bisschen einen Überstand, damit ich die Seiten dann an den Boden festmachen kann. Da ist der Abstand jetzt ein bisschen kleiner. Da ist der Abstand ungefähr 1 cm dann.
ein bisschen nachrichten. Dann werden die Leisten auch wieder festgeschossen. Seiten brauchen wir zwei, also die eine Seite raus, die legen wir dabei auf die Seiten und dann mache ich das gleiche nochmal. Gut. Wieder zurück in der Produktionsstraße vom Boden werde ich das Seitenteil jetzt mit dem Boden verbinden. Da tue ich unten an dem Überstand einfach eine Spurleim drauf. Stelle das Seitenteil auf den Boden drauf. Schaue, ob ich links und rechts bündig bin. Und dann schieße ich einfach das Seitenteil an den Boden hin. Einmal links und einmal rechts. Und dann noch ein paar Mal auf der Länge durch. Das Ganze auf der anderen Seite. Jetzt schaut schon fast aus wie eine Kiste. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die kurzen Seiten. Für die kurzen Seiten stellen wir die Kisten einfach am Boden hier. Da habe ich eine schöne Arbeitshöhe. Dann legen wir die vier Leisten da auf. Wieder ein bisschen an Leim drauf. Leisten wieder ausrichten. Von der oben zur zweiten Leisten lasse ich ein bisschen mehr Abstand und die unterste Leisten, die lasse ich auch so weit überstehen, dass die bis zu der Querleisten unten geht. Den oberen Abstand mache ich deswegen, dass man da reinlangen kann. Dann kann man die Kisten greifen und kann die rumdrehen. Und wenn die Leisten ausgerichtet sind, wer erwartet es anders, wird wieder festgeschossen. Die oberste Leisten, die schieße ich auch dreimal fest, weil da das ganze Gewicht dann beim Drang auf die Leisten kommt. Und die anderen schieße ich wieder zweimal fest, wenn wir Klammern drin haben. Und die unterste Leisten, die schieße ich da auch quer rüber ein paar Mal an. Und dann die andere Seite, die kann ich jetzt da ausrichten. Und dann geht es bloß nach Augenmaß. Dann drehe ich die ganze Kiste einmal um und mache das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Gut, und schon ist die Kiste fertig. Das ganze Spiel mache ich jetzt noch 5 Mal, dass insgesamt 8 Kisten sind, weil für 8 Kisten habe ich das Material hier gekriegt, glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich mich nicht verrechnet habe. Und wenn ich die 8 Kisten dann fertig habe, dann zeige ich es euch. Bis gleich. Thank you.
8 Kisten waren geplant, 8 Kisten haben sie jetzt geworden. Ich habe jetzt da bei der obersten Leiste an der Seite rundherum noch eine Rundung hingefräst, aus dem einfachen Grund, wenn man die Kisten wirklich tragen will, wobei ich nicht glaube, dass man die Kisten, wenn es voll ist, noch allein zueinander hebt, aber zu zweiter vielleicht, dass man da sauber rumgreifen kann, dass man da jetzt keine so harte Kanten hat beim Tragen. Weil ich denke, dass in die Kisten mindestens 50 Kilo reingingen. Die Kisten hat 80 auf 45 auf 25 cm. Wer weiß, wie viel Gewicht das da reinpasst, der kann es mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich schätze, dass an die 50 Kilo reingingen. Jetzt geht es auf zum Kartoffelbrocken. Da muss aber jetzt erst das Wetter besser werden. Das machen wir aber jetzt ganz einfach. Und schon haben wir das beste Wetter für die Ernte. Also heißt das beste Wetter für die Ernte. In kleiner grüner Teufel habe ich schon hergekriegt. Da habe ich jetzt die Schaufel hingemacht. 2 Kübel nehme ich noch mit auf. Der Hanomag steht schon oben mit dem Roder. Der wartet schon auf seinen Einsatz. Der Plan schaut jetzt so aus. Ich tue die Kartoffel mit dem Roder, mit dem Hanomag raus aus dem Boden. Dann tun wir es mit den Kiwi in die Frontladerschaufel rein. Und daheim sortieren wir es dann in die Kisten rein. Wir werden es einmal farblich sortieren. Und die, wo der Drahtwurm drin ist, ja, wir haben einen Drahtwurm und nicht gerade wenig. Die werden wir dann separat schlichten. Man kann die Kartoffel trotzdem essen, wenn der Drahtwurm drin ist, aber das sollte man recht zeitnah machen. Darum werden wir die guten Kartoffeln farblich sortieren und einlagern. Und die mit dem Drahtwurm, die essen wir gleich. Aber jetzt fahre ich mit dem grünen Teufel auf den Acker und dann legen wir los. Und schon bin ich am Acker drum. So schaut das Gespann aus. Jeder kennt den Roder wahrscheinlich. Das ist ein sogenannter Schmotzer. Zum Schmotzer, glaube ich, brauche ich nicht recht viel sagen. Der funktioniert ganz einfach. Der hat da so Steuerradl für den Antrieb. Da hinten hat er eine Schuhe. Mit der Schuhe macht er den Biefling auf. Und das Radl dreht sich dann und schmeißt die Kartoffel dann zur Seite raus. Die seht ihr aber jetzt gleich. Ich habe gestern schon mal eine Reihe raus. Darum weiß ich auch, wie es da um den Radwurm steht. Ja, schaut mal zu. Kartoffel raus. Mit der zweiten Reihe Büffling bin ich jetzt durch. Jetzt kommt die etwas undankbarere Arbeit, aber die muss halt gemacht werden. Kartoffel klein. Bei dem Schmotzer ist es halt so, der Schmotzer ist in der Zeit rausgekommen. Da war der Stand der Technik einfach so, da haben die Bauern noch keine so große Acker gehabt und auch nicht so große Bulldog. Da hat das Ding eigentlich super funktioniert. Der Nachteil an so einem Schmotzer ist, dass er teilweise halt die Kartoffel doch ziemlich anhaut und dass die alle mit der Erde gemischt da liegen. Das heißt, man muss da teilweise schon noch die Kartoffel graben, aber es funktioniert besser wie mit der Hand rausgraben.
teilweise sind sie ein wenig größer. Da haben wir auch wieder kleine Schüsse. Die können wir dann nächstes Jahr gleich wieder als Saatkartoffel hernehmen. Ja, und der Drahtwurm, gell? Der Drahtwurm ist halt sehr aktiv da. Wer es nicht mitgekriegt hat, wie das alles angefangen hat mit dem Acker, das war schon immer Wiesen. Also ich kenne das als kleines Kind nicht anders. Da war das schon Wiesen. Und die letzten 40 Jahre auf jeden Fall. Und wahrscheinlich auch vor meiner Zeit, die letzten 100 Jahre, war das auch Wiesen. Und in so einem Grünland ist halt der Drahtwurm drin. Unzählig. Wirklich unzählig. Das spürt man halt jetzt. Der Drahtwurm ist ja eigentlich ein Depp. Wenn man es jetzt einmal neutral betrachtet, ohne Partei zu ergreifen, dann ist der Drahtwurm einfach ein Depp. Oh, schaut mal die schöne Kartoffel an. Weil der Drahtwurm, der mag die Kartoffel eigentlich gar nicht. Also fressen, die schmeckt ihm nicht. Aber der Drahtwurm hat es halt gern feucht. Und da es in der Kartoffel feucht ist, und wenn die Sonne recht scheint und der Boden austrickert, dass das einzige ist, wo es feucht ist, geht dieser Drahtwurm, der Depp, in diese Kartoffel rein. Da, schöne Lilane. Und drum, ja, das ist das, was ich gemeint habe, dass der Schmutzer die Kartoffel teilweise anhaut. Die haben halt zum Lagern dann schlecht, die muss man ziemlich bald dann essen. Ja, wo war ich jetzt beim Drahtwurm? Genau. Drum geht der Drahtwurm in die Kartoffel rein, das ist der einzige Grund. Ich habe jetzt auch schon viel gelesen, was man gegen Drahtwurm machen kann. Ja, Spritzen ist für mich keine Option. Erstens mal darf ich es nicht, zweitens mal mache ich es nicht. Aber es gibt kein wirklich effektives Mittel, wie man den Drahtwurm loswird. Wenn ihr was wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielleicht habt ihr Erfahrung mit dem Drahtwurm oder was man dagegen machen kann. Ich würde gerne was ausprobieren. Ja. So gehe ich halt jetzt dann durch den ganzen Biefling. Wenn ich einen Kiwi voll habe, schmeiße ich es in die Frontladerschaufel rein. Bis die Frontladerschaufel voll ist, dann fahre ich heim. Dann sortieren wir es auseinander. Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Gröpfchen. Das passt sogar, das Sprichwort passt sogar recht gut. Und ja, dann werden wir schon rausbringen, unsere Erdbeeren. Da ist zum Beispiel eine, die hat er unten abgeschält. Das ist die Schor gewesen. Wahrscheinlich war die Kartoffel recht tief drin. Das Problem ist mir ja prophezeit worden vom Hofjebel. Durch das, dass ich die so wild gelegt habe, also da haben dann so rote dabei und gelbe dabei, zwischendrin kommt einmal wieder blaue. Wissen wir halt jetzt auch nicht genau. Ich habe ja 6 verschiedene Sorten gepflanzt, wo es da jetzt welche Sorten ist. Also die roten, die kennt man recht gut, das glaube ich, das ist die Cheyenne. Die blaue ist klar, aber bei den gelben, da haben wir also gelb-rot gefleckte dann. Und wir haben auch welche, die haben ein bisschen hellere Schale wie die roten, so rosarote. Die kommen noch einigermaßen gut voneinander gelernt. Aber bei den gelben haben wir zwei, die schauen absolut gleich aus. Die Goldmarie und die Annabelle, die kommen halt jetzt nicht mehr voneinander. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich nächstes Jahr von meinen eigenen Kartoffeln dann Saatkartoffeln nehme. Die roten und die blauen vielleicht schon. Aber bei den gelben werden wir dann vielleicht nochmal ein neues Saatgut holen und dann Sorten reinlegen. Jetzt ist es ja so mit dem Schmutzer, der macht seine Arbeit schon gut. Aber es ist sehr aufwendig, da durch den Büffling durchzugehen und die Kartoffeln da alle wieder auszugraben. In dem damaligen Deutschland, das Land der Dichter und Denker, war das natürlich nicht die letzte Evolutionsstufe der Kartoffelente. Ein gewisser Herr Kuxmann hat sich da Gedanken gemacht und hat sich gedacht, ich kann das besser. Und hat einen sogenannten Schwingsiebroder erfunden. Nur leider habe ich keinen Schwingsiebroder.
Also mit dem Kuxmann, glaube ich, muss ich mich noch ein wenig anfreunden. So hundertprozentig hat es jetzt nicht funktioniert. Mag aber auch daran liegen, dass das Kraut noch nicht ganz welk ist. Das schoppt sich dann ab und zu ein wenig. Muss ich wieder stehen bleiben, wieder anheben, rausrütteln. Dann entstehen da so Haufen. Die müssen wir da mit der Grabgabe ein wenig auseinander tun. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall besser geht wie mit dem Schmotzer. Vor allem, weil wir jetzt Kartoffeln dabei haben, die sind wirklich Bomber. Also solche Kaliber, ihr seht es, wie groß meine Hand ist und wie groß die Kartoffeln sind. Die haben mittlerweile fast an der Tagesordnung. Mit denen jetzt da weiter. Mittlerweile habe ich ein bisschen Hilfe gekriegt. Meine Mama ist mit dabei und meine zwei Kinder. Die helfen mir jetzt zum Kartoffeln raus. Die wollen ja später dann natürlich auch welche zum Essen haben. Dann müssen sie auch irgendwas tun. Das ist jetzt eher so ein Familienprojekt. Ja, da sind noch schöne große dabei. Das mit dem Drahtwurm. Ja, es sind wirklich welche dabei, die haben vom Drahtwurm ziemlich zerfressen. Aber es sind auch welche dabei, so wie die. Die haben jetzt gar nichts. Ich glaube, wir können da auf jeden Fall so viel Kartoffeln raus tun, dass wir alle satt werden davon. Jetzt haben wir insgesamt 3 Büflinge, wo wir jetzt draußen haben. 7 haben wir noch vor uns. Ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Kartoffeln hin tun soll. Da glaube ich, da müssen wir dann später gescheit aussortieren. Jetzt fahre ich mit dem Hanomag einmal rum um den Acker und setze mit dem Roder wieder genau da ein, wo ich angefangen habe. Und dann legt das mal auf die Seiten, wo jetzt schön vorbereitet ist. Also ein Vorteil ist auf jeden Fall auch bei dem Kuxmann, dass sie da eine richtig schöne glatte Bahn macht. Das hat der Schmotzer vorher nicht gemacht. Der Schmotzer, der hat eigentlich wieder Biefling gemacht, bloß durchgewühlt. Und der Kuxmann, der macht da so eine richtig schöne, plane Bahn. Vielleicht funktioniert es bei der zweiten Bahn jetzt besser, dass er es besser ablegen kann. Aber ich glaube, dass das hauptsächlich auch mit dem Kraut zum Tun hat. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, ich weiß nicht. So, also, packen wir es. Jetzt besser, gell? Aber jetzt nehmen wir nicht alle mit. Da bleiben einige in der Erde drin, glaube ich. Aber wurscht, das wären eh so viel. Schau, was das für riesen Dinger sind. Da müssen wir aufhören, da ist der Lauch. Ein Stück zurück. Schmeißen wir den noch raus. Ich darf mir der Mami einen Lauch nicht zusammenfahren. Schimpft uns. Jetzt erst raus. Oder sollen wir nochmal drüber fahren? Ich glaube, wir längst sowieso daneben da hoch, oder? Fahren wir nochmal drüber.
Weiter vorne, wir fahren an dir vorbei. Kürzer machen. Der nimmt fast nichts mehr mit. Ein bisschen. So. Jetzt haben wir den Oberlenker noch mal ein wenig nachgestellt. Ich habe ihn jetzt ein wenig länger gemacht, dass er nicht ganz so tief im Boden reingeht. Das Ergebnis ist wesentlich besser, aber es bleiben halt ein paar Kartoffeln im Boden drin. Die müssen wir halt jetzt schauen, dass wir die so noch ein wenig rausbringen. Aber wie gesagt, das wären eh so viele Kartoffeln, das können wir eh alles nicht essen. Aber jetzt erwischt er halt nicht mehr alle. Aber man sieht, jetzt legt er sauber noch ab. Wir haben jetzt kein so Hafer mehr. Jetzt muss ich nicht mehr stehen bleiben zwischendrin und ausleihen. Es ist nämlich auch immer blöd, wenn du dann so einen Hafer hast, dann musst du mit der Grabgabel wieder drin rumklauen. Lieber lassen wir ein paar Kartoffeln im Boden drin und den die mit der Hand raus, weil die sieht man jetzt so schön. Aber so glaube ich ist es gescheiter. Jetzt tun wir die zwei Bieflinge in den Schaf hinein und dann zeige ich euch mal, wie viele Kartoffeln das sind. Weil 1, 2, 3, 4, ja, wenn wir die zwei Bieflinge jetzt noch raustieren, dann haben wir ungefähr gut die Hälfte von dem Acker in der Schaufel drin. Was ich gemerkt habe, da vorne zwischen dem Lauch, da haben auch ein paar Kartoffelpflanzen drin gewesen. Die Kartoffeln da vorne, die haben riesengroß und haben absolut null Drahtwurm. Also das werden wir nächstes Jahr nochmal weiterverfolgen. Da werden wir einen Teststreck machen, wo wir dann zwischen die Kartoffeln überall einen Lauch nicht pflanzen. Den hauen wir dann einfach mit raus. Aber das finde ich interessant. Vielleicht war es ja nur Zufall, dass da kein Drahtwurm drin war. Aber vielleicht hilft es, wenn das nach Zwiebel riecht, dass der Drahtwurm das nicht mag. Aber jetzt fahren wir erst einmal heim, dann tun wir die Kartoffeln in die Kisten rein. Den ersten Schwung Kartoffeln habe ich jetzt daheim. Das ist jetzt die Ausbeute von, ich glaube, 6 Büflingen sind es jetzt insgesamt gewesen, was wir raus haben. 4 sind noch übrig. Einen Büfling habe ich ja gestern schon raus. Das sind die Kartoffeln, was wir jetzt da in die Kisten schon einsortiert haben. Das sind jetzt einmal die gelben. Wie gesagt, das sind 2 verschiedene Sorten, aber das glaube ich sind sogar 3 verschiedene Sorten, weil die komischen gescheckerten, die wo so gelb, rot, gescheckert sind. Die haben wir jetzt auch einfach da mit rein. Da ist jetzt Goldmarie, Annabelle und die gescheckerten drin. Die sind die Kartoffeln, die mischen wir jetzt einfach, da wo wir offensichtlich sehen, dass die einen Drahtwurm haben. Das sind die Cheyenne, wobei da glaube ich auch nochmal andere Sorten drin ist. Die sind einmal so rosarote und einmal so richtig rote. Die roten glaube ich sind die Cheyenne. Und da kommen die, in die Kisten kommen die blauen rein. Jetzt kommt der entspannte Teil von der ganzen Arbeit. Ich habe mir da so einen kleinen Hocker hergekriegt. Da hocke ich mir jetzt da vor diese Frontladerschaufel hin und klappe die ganzen Kartoffeln dann mehr oder weniger Sorten rein in die Kisten rein. Und wenn die Schaufel dann wieder leer ist, dann fahren wir wieder den Acker auf und dann nehmen wir die restlichen 4 Büflinge auch noch raus heute. Ich denke schon, dass wir das heute noch schaffen. Das ist jetzt noch ein wenig ein Gewaltakt. Aber hilft nichts, die Kartoffeln müssen jetzt raus. Jetzt mache ich ein bisschen Musik an, für euch gibt es ein bisschen einen Zeitraffer und dann geht's an sortieren.
Meditationsstunde beendet. Die Frontladerschaufel ist leer. Die Kisten werden schon langsam immer voller. Da ist jetzt schon eine Kiste voll mit gelben Kartoffeln. Da braucht es auch nicht mehr viel mit gelben, bis die voll ist. Da ist schon eine fast voll mit rote. Da haben wir schon eine volle Kiste mit roten Kartoffeln. Der blaue Schwede hat auch gut aufgeholt. Da haben wir jetzt auch schon fast die erste Kiste voll. Und die, die angehaut sind und die einen Drahtwurm haben, halten sie in Grenzen. Das ist die erste Kiste. Die ist jetzt zwar schon fast voll, aber für das, dass wir eigentlich schon 5 Kisten fast haben und bloß eine Kiste, ja, Ausschuss darf ich jetzt nicht sagen, aber Kartoffeln, die halt gleich zum Essen sind, ja, ist bis jetzt ein gutes Ergebnis, darf ich sagen. Jetzt geht es weiter mit den letzten 4 Büflingen. Da mache ich jetzt im Grunde das Gleiche, was ich mit den 5 jetzt vorher auch schon gemacht habe. Das einzige Problem, was sich jetzt ergibt, wir haben bloß noch 2 Kisten. Der Josef versteckt sich da hinten. Das ist der Rest. Und der wird wahrscheinlich nicht lange, dass wir da 4 Büflinge unterbringen. Müssen wir mal schauen, was wir da für eine Lösung finden. Das mit dem Kartoffel rausmachen, das habt ihr jetzt schon gesehen, das brauche ich euch nicht nochmal zeigen. Ich rühre mich wieder, wenn ich die 4 Büflinge da habe. Also, bis gleich. Das gleich hat es jetzt tatsächlich ein wenig Hitzung. Wir haben nämlich heute schon den nächsten Tag. Wir haben es aber gestern tatsächlich noch geschafft und haben die ganzen Kartoffeln heimgebracht und in Kisten sortiert. Und so schaut es aus. Wir haben 2 Kisten randvoll mit rote und die 3. Kiste ist dann auch noch voll geworden mit rote Kartoffeln. Wir haben 3 Kisten mit gelbe Kartoffeln, die sind randvoll. Wir haben 1 Kiste komplett voll mit blauen Schweden und 1 Kiste, die ist nicht ganz rappelvoll, aber fast mit gemischte. Die sind nämlich die Kartoffeln, die wo alle ein bisschen am Beckel haben. Die sind entweder vom Roder so angehaut oder wegen angeschnitten. Die heben wir aber trotzdem auf, die können wir mit Sicherheit noch weiter verarbeiten. Bloß weil die Kartoffeln jetzt ein wenig angehaut sind, heißt das noch lange nicht, dass die Kartoffeln schlecht sind. Das Einzige, was ist, dass das die ersten Kartoffeln sind, die wir verarbeiten. Entweder werden wir Kartoffelsuppen draus machen und die dann eingefrieren oder irgendwas anderes. Oder wir essen es halt einfach so. Aber die Ernte, glaube ich, lässt sich ganz schön sehen. Es sind jetzt insgesamt, und man möchte es nicht glauben, 8 Kisten voll geworden. Und es waren genau 8 Kisten voll geworden. Also es sind keine übrig geblieben. Wir haben ein paar schon verschenkt. Aber die hätten wir in die anderen Kisten schon noch reingebracht. Das kannst du einfach nicht ausrechnen. Ich schätze jetzt, dass so circa 500 Kilo insgesamt rausgegangen sind. Auf 250 Quadratmeter. Bei 50 Quadratmeter haben wir ja noch ein bisschen Gemüse und dann Kürbis. Und ein bisschen Leerfahrt haben wir gehabt. Und einiges oder ein paar Kartoffeln haben wir vorher schon raus. Die habe ich mit der Grobgabe raus. Die haben wir dann zum Essen hergenommen. Also ich würde mal sagen, 250 Quadratmeter, 500 Kartoffeln, heißt auf einen Quadratmeter sind 20 Kilo Kartoffeln rausgegangen. Und die sind jetzt nicht die größten, aber es, glaube ich, lässt sich schon erahnen, was wir teilweise für riesen Kartoffeln rausgeholt haben. Vielleicht ist an dem Sprichwort doch was dran. Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir die Kartoffeln irgendwo einlagern oder die Kisten, weil da, wo sie jetzt stehen, da können sie über den Winter nicht stehen bleiben. Das Gescheitste war jetzt natürlich, wenn man einen Kartoffelkeller oder einen Erdkeller hätte, haben wir aber nicht, habe ich gemeint. Und an der Stelle bin ich wieder wirklich froh, dass mein Bub so ein Fuchs ist. Der Josef hat nämlich entdeckt, dass wir einen Erdkeller daheim haben, von dem ich noch gar nichts gewusst habe. Das ist unsere Autogarage und wie es früher so üblich war, hat man in seiner Autogarage einen Schmiergrum. Und mein Bub sagt irgendwann zu mir, du Papa, was ist denn das für ein Loch da unten? Habe ich gesagt, ein Schmiergrum. Hä, was ist ein Schmiergrum? Ja, sage ich, da hat man früher das Auto drüber gefahren und hat man das Auto von unten richten können. Ja, das war doch der perfekte Erdkeller, meint er. Sag ich, meinst du echt? Ja, das ist echt der perfekte Erdkeller. Da waren jetzt bis vor ein paar Tagen waren da noch so Bräder drüber geschlicht, die haben wir runter. Und da habe ich irgendwo vom Schrott einmal so Gitterrost mit heimgenommen. Die haben wir ein wenig umarbeiten müssen. Da haben wir da an der Seite noch ein Vierkantrohr hinschweißen müssen, weil die sonst zu schmal gewesen waren, dass wir es da drauflegen. Die waren dann genau da runtergefallen, weil die genau das Innenmaß von den Winkeleisen gehabt haben. Darum haben wir das Vierkantrohr da hingeschweißt. Unten haben wir alles sauber gemacht. Das wird jetzt unser Kartoffelkeller. Ich habe jetzt da schon mal den Elektrokettenzug oder den Elektro-Seilzug herbaut. Den kennt ihr vielleicht noch von ganz am Anfang, wo ich mit den YouTube-Videos angefangen habe. Der war nämlich erst unten am Sägewerk gehängt. Den habe ich dafür hergenommen, wenn ich oben auf meinem Lager irgendwas gehabt habe, was zu schwer gewesen ist, das über Treppen oder über Leiter runterzudrängen. Dann habe ich das mit dem gemacht. Der ist jetzt rumgelegen. Das ist jetzt der perfekte Kettenzug.
um die Kisten dann runterzulassen und vielleicht dann später wieder raufzuholen. Dann haben wir da jetzt so ein Gestellage gebaut mit alten Spanngurt, dass ich die Kisten da jetzt einhängen kann an den Rahmen hin. Auf der einen Seite zwei Haken, auf der anderen Seite einen Haken, damit sie nicht kippen können. Und dann lasse ich die Kisten da jetzt dann runter. Der Josef ist übrigens heute nicht da. Er hat sich mit seiner Mama und seiner Schwester heute freigenommen. Die haben nochmal ins Freibad gefahren, die nutzen das schöne Wetter jetzt nochmal aus. Verdient haben sie es. Ich habe es nicht so mit dem Wasser, darum bin ich jetzt daheim geblieben und kümmert mich jetzt um unsere Kartoffeln. Aber jetzt rede ich nicht lang rum, jetzt tun wir die Kisten da runter in unseren Kartoffelkeller. Jetzt habe ich da mein schlaues Wagerl, auf das Wagerl passen jetzt genau drei Kisten drauf. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob das funktioniert. Halt, das Kabel müssen wir weg da. Jetzt einmal auf einer Seite einhängen und dann auf der anderen. Okay, nein, jetzt. Simsalabim. Ja, das geht doch. Haben wir frei. Okay, weiter geht's nicht. Keine Angst, das liegt nur dran, weil das Seil so blöd aufgewickelt ist da. Gut. Die erste Kiste ist unten. Jetzt muss bloß irgendwann runtergehen und unten die Haken wieder aushängen. Da drüben war eine Treppe zum Runtergehen. Aber da komme ich jetzt nicht hin, weil das Wagerl drum steht. Naja, ich stelle da schnell eine Staffelei oder Leiter hier und dann hänge ich das da unten aus. Die erste Kiste steht jetzt unten. Da sieht man, ich habe da unten so Lagerhölzel gemacht, dass die Kisten nicht direkt auf dem Beton aufstehen. Da haben wir die Leiter hergestellt, da kann ich jetzt immer rauf und runter gehen. Das war jetzt der erste Streich und die nächsten sieben, die folgen so gleich. Die wird die nächsten, das sind die gelben wieder, die werde ich jetzt auf die gelbe Kisten oben drauf stellen. Dann haben die gelben beieinander. Das gleiche mache ich mit den roten auch. Dann stelle ich die drei roten daneben hin, übereinander. Ich hoffe, dass das von der Hecht überhaupt passt. Ja, das müsste schon gehen. Dann kommen die blauen und dann die angeschlagenen. Und dann kommen nämlich von vorn her da an die Kisten hin. Seht ihr aber jetzt gleich. Ich lasse die Kisten jetzt schnell alle runter und dann schauen wir es uns nochmal an, wenn sie im Kartoffelkeller sind. Die Ernte 2023 ist damit abgeschlossen. Die ganze Kartoffelbagage liegt jetzt im Keller unten. Und jetzt, glaube ich, haben wir unser Halbe verdient. Wie? Ihr habt noch kein Halbe parat? Na dann aber schnell. Pause machen, zum Kühlschrank gehen und wieder kommen. Also Burschen, Mädels und alle anderen auch. Prost. Heute gibt es wieder einen Odin-Trunk. Auf euch. Endlich sind sie daheim, die Gnuckern. Da sieht man jetzt, wo die Treppen runtergeht. Die ist allerweil schon da. Die hat mein Vater da mal hingemacht, wie das noch ein Schmiergrum war. Muss man zwar ein wenig aufpassen, weil die recht steil ist, aber es geht schon. Jetzt gehen wir einfach mal runter. Und wenn man da unten ist, merkt man gleich, dass die Temperatur andere ist. Und auch die Luftfeuchtigkeit ist ein wenig höher. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das in Ordnung findet, da in der Schmiergrum Kartoffeln zu lagern. Ich weiß, der Reinhard Auer, der war mal auf Besuch da,
Der hat mir gesagt, der macht das bei sich daheim auch so und bei ihm funktioniert es eigentlich ganz gut. Also ich glaube schon, dass das funktioniert. Das einzige Problem wird sein, durch das, dass ich da jetzt einen Gitterrost drauf gemacht habe und da eigentlich nur ein Auto hierin steht. Da steht das Auto von meinen Leuten hierin. Wenn es jetzt regnet oder im Winter mit dem ganzen Salzbad, da wird es vielleicht ein wenig blöd sein, wenn da das ganze Zeug da runtertropft. Ich werde es eventuell noch so machen, dass ich da so eine diffusionsoffene Folie, die orange, wo ich bei mir aufs Heizhaus aufgemacht habe, da noch oben drauf lege. Die ist von der einen Seite wasserdicht und von der anderen Seite lässt es den Wasserdampf durch, dass da das Zeug nicht runtertropfen kann. Aber ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da machen würdet oder wie ihr das findet. Ich weiß auf jeden Fall definitiv, das ist im Winter frostfrei, also passiert da nichts. Und es ist immer um einiges kühler als draußen oder da drum. So schaut es jetzt aus. Da hinten sind die gelben, die roten und da vorne ist die eine Kiste mit die blauen. Meine Mama hat jetzt gemeint, ich soll nicht drei Kisten übereinander stehen, weil dann keine Luft mehr hinkommt. Ja, mit der Luftzirkulation ist da unten sowieso nicht so gut. Vielleicht, ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich da noch irgendwie so einen PC-Lüfter, so einen, was haben die, 120 oder 100 mm PC-Lüfter mit einer kleinen Solarzelle oben am Dach, dass da immer ein bisschen eine Luftzirkulation ist, wenn die Sonne scheint. Weiß ich noch nicht. Schreibt es mir in die Kommentare unten, was ihr machen dürft da unten. Die angeschlagenen, die habe ich jetzt oben lassen, weil die essen wir ja gleich und dann da geht jetzt keiner jedes Mal in den Keller runter, wenn wir Kartoffeln brauchen. Passt schon so. Jetzt machen wir die Hütte wieder dicht da und dann. Was machen wir dann noch? Eigentlich war schon wieder Feierabend, aber ich habe noch was für euch. Ich glaube, aus der halben Stunde Vespa-Bäder wird heute eher eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, eure Fahrer verzeihen es euch. Aber bevor es jetzt weitergeht, trinkt mir erst mal einen Schluck. Prost! Ich habe im letzten Video Wellnesskur für meinen Sichelmulcher gemacht. Gell? Da waren ja die Rehmer nicht mehr so gut beieinander. Wir sind dann, stell bloß mein Halbier mal weg. Nicht, dass es wieder heißt, ich sauf so viel. Aber vom Durst sagt keiner was. Also Sichelmulcher. Da waren ja die Rehmer nicht mehr so gut beieinander. Wir haben dann nur mal aufgefahren zum Mulchen und haben, ja, es hat nicht funktioniert. Die Rehmer waren einfach durch. Einer von euch in die Kommentare war dabei, der hat es irgendwie gleich gesehen an dem Rehmer, dass der schon mal durchgerutscht ist. Und das ist wirklich so gewesen. Da habe ich es einmal ein wenig übertrieben. Und dann ist der Rehmer durchgerutscht, da hat es dann auch richtig geraucht. Und an der Stelle hat er auch geschrieben, da ist der Rehmer schmaler gewesen. Und so eine Stelle in so einem Rehmer entwickelt dann natürlich auch eine unbändige Unwucht. Und das war der Grund wahrscheinlich, warum der runtergekupft ist dann die ganze Zeit. Und ich habe gesagt, das mache ich nicht mehr länger mit, ich bestelle jetzt zwei neue. Und die sind jetzt da. Die habe ich jetzt da hergehängt. Ich weiß nicht, was das für ein Sand da steht. Pix, XZ oder so steht drauf. Man hat zum Glück auf dem alten Rehmer noch was lesen können. Dann habe ich genau gewusst, was für Länge das ich brauche. 1,50 m, was sind das? 1,57,5 m, also 1575 mm Innenlänge. LI, das heißt, glaube ich, 17 mm Breiten. Ah nein, ich meine, das LI heißt Länge innen. 17 mm breit ist er. Und was ganz interessant war, was bei dem Rehmer dabei gestanden ist, jetzt ist der eine runtergefallen. Kann man es lesen? Da steht nämlich drauf, antistatisch, ja, das ist jetzt für mich relativ uninteressant, aber öl- und hitzeresistent. Und dieses Ölresistent, das hat mich dann aufmerksam gemacht. Darum haben wir die bestellt. Da glaube ich, da hat jetzt einer keine 10 Euro. Ich glaube so. 8 oder 9 Euro hat der ein Rehmer gekostet. Ich glaube, insgesamt mit Versand war ich unter 20 Euro. Schauen wir mal, wie lange die halten. Also besser oder mindestens genauso gut wie die, wo drauf waren, haben sie mit Sicherheit, weil ich bin in die Kommentare gefragt worden, was das für ein Sichelmulcher ist, also von was für ein Hersteller. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht. Auf dem Sichelmulcher ist kein Typenschild drauf, kein Herstelleraufkleber. Ich habe meine Mom gefragt, ob wir da noch eine Bedienungsanleitung oder Betriebsanleitung von dem haben. Haben wir nicht. Von dem her, keine Ahnung. Er ist rot-schwarz. Mehr kann ich nicht sagen. Aber jetzt werden wir die Rehmer mal draufbauen. Und dann schauen wir weiter. Jetzt habe ich da nochmal den alten Rehmer hergeholt und schauen wir den gerade an. Also derjenige von euch, der das gesehen hat, dass der durchgerutscht ist, Respekt. Ich finde jetzt die Stelle,
Wo ist denn die Stelle, wo er durchgerutscht ist? Da. Da sieht man es ein bisschen, da ist die auf der Innenseite wesentlich breiter und an der Flanken sieht man es ein bisschen, aber das auf dem Video zu erkennen, da sieht man es auch ein bisschen, da ist er wegen so aufgestellt. Also das ist echt Respekt. Ich weiß jetzt zwar nicht mehr, wie er geheißen hat, der wo das Kommentar geschrieben hat. Ich hab's nicht so mit den Namen. Bitte seht mir das ein wenig nach. Das ist einfach zu viel, dass man die ganzen Namen merkt. Ich bin schon froh, wenn man die Kommentare merken kann. Da sieht man es auch ein bisschen, habe ich gerade gesehen. Da glänzt er nämlich so an der Stelle. Aber das wird man in der Kamera nicht sehen. Da glänzt er. Und normalerweise, wo ist da eine Stelle, wo noch gut benannt ist? Ja, eigentlich ist er allgemein schlecht beieinander. Da sieht man normalerweise das Gewebe ein wenig, weil der glänzt schon gescheit. Nein, das sieht man in der Kamera überhaupt nicht. Also wirklich Respekt. Es war noch einer dabei, der hat mir geschrieben, das sieht man nicht, aber das hört man, dass die Lager beim Teufel sind. Und jetzt bin ich da so dran. Jetzt bin ich mal start, damit man es hört. Und auf der anderen Seite schaut es auch nicht besser aus. Ja, die mahlen schon gescheit die Lager. Die werde ich aber jetzt bei der Revision nicht wechseln, aber das werde ich auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Die Lager, die müssen wir auch noch tauschen. Aber jetzt mache ich erstmal neue Riemen drauf und dann geht es heuer schon noch. Und nächstes Jahr im Frühjahr oder vielleicht sogar im Winter werde ich mich mal darauf tun, dass ich die Wellen ausbaue und die Lager wechselt. So. Aber jetzt machen wir erstmal die Riemen. Die Messerwellen ist wieder fest und die Keilriemen sind gespannt. Jetzt war nur ein Tipp aus den Kommentaren, das hat anscheinend der bei seinem eigenen Sichelmulcher auch gemacht, entweder da an der Stelle oder da hinten, also automatische Spannrollen herzumachen, also die ist federbelastet, die Rollen, und drückt dann immer auf den Keilriemen und spannt den Keilriemen dann immer. Das war jetzt eventuell auch noch eine Option, das könnte ich vielleicht auch machen, aber jetzt probiere ich es erst einmal so, bevor ich da wieder umeinander bastelt. Wenn ich sehe, dass das nicht funktioniert, dann kann ich das allerweil noch machen, wenn ich die Lager von den Messerwellen austausche. Also dass ich da auf der einen Seite und auf der anderen Seite also Automatik-Spannrollen da herbaue, dass die immer auf Spannung gehalten werden. Jetzt baue ich die Kisten noch komplett zusammen. Oder sollen wir es zuerst laufen lassen? Ich hole schnell einen Zapfen rein und dann lassen wir noch mal laufen, bevor ich die Deckel drauf mache. Dann sehen wir gleich, ob es was gebracht hat mit den neuen Riemen oder ob die immer noch so flattern. Also Zapfen hin, laufen lassen. Zapfen ist jetzt dran, jetzt lasse ich noch mal laufen und dann sehen wir gleich, wie sie die neuen Riemen machen. Ja, wir brauchen ein bisschen mehr Gas. Ne? Mei, oh mei. Also die Riemen laufen gut, glaube ich, man hat es gesehen im Video. Aber die Lager, jetzt wo ich es weiß, wo ich das Kommentar gekriegt habe, jetzt fällt es mir selber gleich auf. Die malen ja, das ist ja Wahnsinn. Die haben so laut. Ja, ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr lang warten. Ich brauche den Mulch aber jetzt noch einmal. Das muss ich jetzt einfach nur durchhalten. Aber die Lager müssen wir wechseln. Ja. Die Lager kehren definitiv raus. Ja, ich werde jetzt noch einmal mulchen mit dem und dann, glaube ich, dann werden wir die Messerwellen noch mal ausbauen, zumindest eine, damit ich sehe, wie das aufgebaut ist mit den Lager. Ich denke, dass da zwei Rillenkugellager drin sind, vermute ich jetzt einmal. Ja, die werden wahrscheinlich genauso gut von der Qualität sein, wie die Riemen, die drum waren. Darum haben die wahrscheinlich auch hin. Ich habe da einen guten Lagerdantler. Der hat gute Lager. Ja, das müssen wir definitiv noch machen. Aber jetzt baue ich die Deckel wieder drauf und dann werde ich den einen Einsatz schon noch durchhalten. Mit Gehörschutz. Nachher hätten wir das jetzt auch noch geschafft. Der Mulcher hat neue Keilriemen gekriegt. Die Deckel habe ich jetzt schon wieder draufgeschraubt. Somit ist der Mulcher jetzt eigentlich mehr oder weniger wieder einsatzbereit.
neue Lager braucht er halt jetzt noch. Dann nehme ich euch aber dann mit, wenn es soweit ist. Die tausche ich jetzt noch nicht gleich, das dauert noch ein bisschen. An der Stelle möchte ich mich bei euch alle ganz herzlich bedanken, dass ihr immer so zahlreich kommentiert und mir so wertvolle Tipps in die Kommentare schreibt. Davon kann ich nur profitieren. Und an alle Abonnenten möchte ich auch noch ein großes Dankeschön ausrichten. Mittlerweile haben wir ja die 14.000 Abonnenten geschafft. Bis 20.000 ist nicht mehr weit. Das war eigentlich so Anfang des Jahres mein Ziel. Oder ich habe es mir geschrieben, zwischen 10.000 und 20.000 dauert es wahrscheinlich auch nicht mehr lang. Naja, schauen wir mal. Vielleicht schaffen wir es bis Weihnachten. Das war ein super Weihnachtsgeschenk. Also an alle den Aufruf, wenn euch das Spaß macht und wenn euch das gefällt, was ich da mache und ihr meine Videos gern schaut, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr da unten auf Abonnieren drückt. Aktiviert die Glocke, weil dann versammt es nämlich nichts mehr. Dann möchte ich mich an dieser Stelle noch ganz herzlich beim Erich bedanken. Dieses Dankeschön ist im Video untergegangen. Ich habe nämlich diese Kamera umgestellt auf Sprachsteuerung und jetzt kann ich die nämlich aus- und einschalten, also die Aufnahme stoppen und starten, indem ich einen bestimmten Wortlaut suche. Den kann ich jetzt natürlich nicht so, sonst endet diese Aufnahme wieder. Und anscheinend versteht diese Kamera kein Bayerisch. Jetzt habe ich anscheinend irgendwas gesagt, wo die Kamera gemeint hat, ja, Aufnahme beenden. Und somit ist die Aufnahme nicht aufgenommen worden. Also bedanke mich an der Stelle nochmal ganz herzlich beim Erich, dass er mir sein Kuxmann Schwingsiebroder ausgeliehen hat. Das hat gut funktioniert. Ich traue mir fast wetten, die aufmerksamen Zuschauer unter euch haben es wieder gemerkt und haben es bestimmt schon kommentiert. Der Hanomag läuft schnell oder ich bin zu schnell gefahren für diesen Schwingsiebroder. Die Zapfwellengeschwindigkeit und das Getriebe passen nicht zusammen, aber da muss ich euch sagen, ich bin im langsamsten Gang gefahren, also im ersten Gang. Der Hanomag hat aber kein Untersetzungsgetriebe, somit kann ich nicht noch langsamer fahren und das harmoniert mit diesem Schwingsiebroder irgendwie nicht, weil die Zapfwellen hängt mit an der Kupplung mit drauf vom Getriebe. Also das heißt, sobald ich die Kupplung drücke, steht auch die Zapfwellen und wenn ich von der Kupplung wieder runtergehe, dann läuft die Zapfwellen wieder an, aber der Bulldog fährt auch. Das ist beim John Deere ein wenig anders, da ist die Zapfwellenkupplung separat zur Motorenkupplung. Da kann ich die Zapfwellen weiterlaufen lassen und kann einfach stehen bleiben. Das funktioniert beim Hanomag nicht. Und durch das, dass er kein Untersetzungsgetriebe hat, kann ich einfach nicht nur langsamer fahren. Jetzt läuft der Bulldog einfach zu schnell für die Drehzahlengeschwindigkeit und dann bringt dieser Schwingsiebroder das Material nicht raus, wenn ich den so steil stelle, dass der auch die untersten Kartoffeln erwischt. Ich habe dann den Oberlenker ein wenig länger gedreht, dann hat er zwar nicht mehr alle Kartoffeln erwischt, aber das von der Masse, wo er zum Verarbeiten gehabt hat, hat halt einfach besser harmoniert. Jetzt muss ich kurz was dazwischen schirmen, weil beim Schneiden vom Video ist mir nämlich aufgefallen, dass ich ganz was Entscheidendes vergessen habe zum Verzeihen. Wie ich das zweite Mal in Ackern aufgefahren bin, wo diese vier Büflinge noch übrig waren, habe ich nämlich im Freischneider mit aufgenommen und habe dieses Kartoffelkraut abgeschnitten und mit der Missgabe runtergenommen. Weil ich glaube, dass man es im Video gesehen hat, dass er dieses Kartoffelkraut in dem Schwingsiebroder immer geschoppt hat und dann hat er das nicht mehr gescheit raustransportiert. Das war dann wesentlich besser, aber das Problem mit Getriebe und Zapfwellengeschwindigkeit war nach wie vor. Das wollte ich bloß nochmal erwähnt haben und kurz dazwischen schirmen. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Ich hätte jetzt natürlich durch das, dass ich mit dem Deiz die Kartoffel gelegt habe, auch die Kartoffel mit dem Deiz wieder raus tun können. Der hat nämlich ein Untersetzungsgetriebe. Aber das mag ich nicht, weil geplant war, dieses Kartoffelprojekt mit dem Hanomag zu machen. Das hat eh so einen vehementen Rückschlag gehabt, durch das, dass der Hubzylinder hinten undicht war. Darum bin ich ganz froh, dass ich es jetzt wenigstens geschafft habe, die Kartoffel mit dem Hanomag rauszutun. Und das war eigentlich mein Ziel, dieses Kartoffelprojekt mit dem Hanomag zu machen. Und das werden wir auch weiterhin machen. Vielleicht finde ich irgendeine Lösung für das Problem, glaube ich aber jetzt nicht. Vielleicht machen wir es nächstes Jahr dann wieder mit dem Schmutzer. Das ist dann also das Fazit, was ich aus der Kartoffelernte 2023 ziehe. 2024 gibt es wieder ein Kartoffelprojekt. Ich weiß, manche werden jetzt sagen, ja, man kann nicht zwei Jahre hintereinander Kartoffel auf demselben Fleck pflanzen. Wir werden die Menge auf jeden Fall reduzieren, aber ich denke, dass der Boden von dem Acker auf jeden Fall hergibt, dass wir dann nur ein zweites Jahr Kartoffel abpflanzen. Wir brauchen ja nicht lauter solche Kartoffeln. Mir langt es, wenn die so Handteller groß sind. Darum werden wir das einfach nur mal probieren. Ich werde auf jeden Fall einen Mist aufbringen als Dünger. Gründüngung werde ich nicht mehr pflanzen. Ich habe gelesen, dass das dem Drahtwurm eher zugute kommt, wenn man da eine Gründüngung aufbringt, weil der den Bewuchs einfach mag. Vielleicht wäre man dann los, wenn man heuer ohne Gründünger liegen lassen im Winter. Ich werde ein paar Mal fräsen. Ackern möchte ich nicht mehr mit dem Pflug. Das ist mir einfach zu,
ja, ich glaube, dass das dem Boden nicht so gut ist, für den Boden nicht so gut ist, wenn man den immer so umwirft. Darum werde ich ihn einfach fräsen, vielleicht vor dem Winter noch 2-3 Mal. Mal schauen. Für dieses Video war es heute auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist nicht zu lang gewesen und ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Den letzten Schluck, den trinken wir miteinander. Prost, Burschen, Mädels und alle anderen auch. Und dann bleibt mir an dieser Stelle bloß noch eins zum sagen. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein. Für's euch.